endlich ein Handelssystem, welches Respekt hat vor Mensch, Umwelt und Geschichte. Ein Handelssystem, welches den Menschen dient und nicht kurzfristigen Kapitalinteressen. Dafür kämpfen wir, dafür streiten wir, für bessere Alternativen, für eine gerechtere Welt, für alle und nicht nur für wenige. Criticizing TTIP does not make you anti-American. It does not make me anti-European. It makes us supporters of an informed democracy, a clean environment, good jobs, and healthy communities on both sides of the Atlantic. Your fight is my fight. Your victory is my victory. Dass ein so großes Bündnis so übel diffamiert wurde, wie wir heute im Vorfeld dieser Veranstaltung. Wir, Gewerkschaften, Umweltverbände, Sozialverbände, würden Hand in Hand laufen mit Rechtsnationalisten. Das ist eine Schande. Wenn wir tatsächlich ein paar Braune und Rassisten unter uns sein sollten, dann sage ich auch ab. Zwischen denen, die sowohl in Europa als auch in Amerika für Demokratie, Gerechtigkeit, Arbeits- und Umweltstandards arbeiten und die anderen, die sich in erster Linie für private Wirtschaftsinteressen, Partikularinteressen engagieren. Das ist der eigentliche Gegenstand der Auseinandersetzung. Wenn wir da jetzt anbleiben, dann haben wir eine gute Chance, TTIP und CETA zu Fall zu bringen. Der TTIP und CETA selbst, der wird Sturm ernten. Eine gewaltige